SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, der Fall Miri ist Anlass für politischen, rechtlichen und auch hier für uns gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Denn wenn ein rechtskräftig verurteilter, abgeschobener Straftäter mit Einreise- und Aufenthaltsverbot offensichtlich ohne größere Schwierigkeiten wieder nach Deutschland einreist, dann haben wir ein Problem. Das muss man ganz klar so adressieren. Aber Ihre Vorschläge sind weder eine Alternative noch ein Beitrag zur Lösung. Bevor ich zu den Herausforderungen komme, möchte ich drei Dinge positiv hervorheben. Erstens möchte auch ich für die SPD-Bundestagsfraktion die Gelegenheit wahrnehmen, Herrn Präsidenten Roman ganz herzlich zu danken, Ihnen und der gesamten Bundespolizei für das unglaubliche und vorbildliche Engagement in dem gesamten Sachverhalt Miri, sowohl bei der Abschiebung als auch jetzt bei der weiteren Behandlung. Und auch dem Bundeskriminalamt und allen beteiligten Sicherheitsbehörden, auch wenn an diesem Fall viel schiefgelaufen ist, an der Bundespolizei jedenfalls, lag es nicht. Und er ist in Haft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Amtsgericht Bremen hat einen ganz hervorragenden Beschluss gefasst, und der Mann ist in Haft auf der Basis unserer Grundlagen und im Rahmen unserer rechtsstaatlichen Möglichkeiten. Und das BAMF hat auch entschieden, nämlich, dass der Asylantrag offensichtlich unbegründet ist. Das zeigt, unser Rechtsstaat funktioniert. Aber natürlich haben wir noch Themen, an denen wir arbeiten müssen, und das große Thema ist das Thema Grenzen. Wir alle, und wir haben heute Morgen in der vereinbarten Debatte erst über den Mauerfall diskutiert und über die Errungenschaft, offene Grenzen zu haben in Europa. Das ist ein Zeichen des geeinten Europas. Das ist ein hohes Gut, Freiheit und Freizügigkeit. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle, wie wertvoll und wichtig die offenen Grenzen sind. Aber wir wissen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese offenen Binnengrenzen nur zu bewahren sind, nur zu erhalten sind, wenn wir endlich sichere EU-Außengrenzen kriegen. Und ja, darüber sprechen wir eigentlich schon viel zu lange. Das ist der Hauptauftrag für die neue EU-Kommission, diese Aufgabe jetzt endlich zu erledigen. Und das ist eine gemeinsame Aufgabe und eine gemeinsame Kraftanstrengung von uns allen. Wenn wir diese offenen Grenzen bewahren wollen, dann muss an der EU-Außengrenze klar gesichert sein und kontrolliert werden. Und wir unterstützen als SPD-Bundestagsfraktion auch den Bundesinnenminister darin, jetzt die deutschen Grenzen besser zu kontrollieren. Wir haben keine andere Alternative. Das ist eine konsequente Reaktion. Das unterstützen wir, aber ich sage auch direkt dazu, wir müssen alles dafür tun, dass das eine vorübergehende Maßnahme ist. Daran haben wir alle gemeinsam ein Interesse, wenn wir die offenen Grenzen bewahren wollen. Zu dem anderen Komplex Asylrecht, Aufenthaltsrecht möchte ich auch zunächst betonen, dass das humanitäre Asylrecht, unser Rechtsstaat, die sorgfältige Prüfung der Behörden, die unabhängige Entscheidung der Gerichte, das alles ist ein ganz hohes Gut. Und das alles genießt zu Recht viel Vertrauen von den Bürgerinnen und Bürgern. Aber genau deshalb dürfen wir es nicht zulassen, und Sie haben genau das Richtige gesagt, dass uns eine Person wie Miri oder andere Straftäter auf der Nase herumtanzen. Genau das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen müssen wir hier gemeinsam auch die Lücken identifizieren, die wir gegebenenfalls noch haben, im Aufenthaltsrecht, im Asylrecht, im Strafrecht und im Verfahrensrecht. Und das werden wir sorgfältig prüfen, aber wir werden das auch zügig prüfen und hier gegebenenfalls Vorschläge machen und die auch beraten. Ich möchte hervorheben, dass das Amtsgericht Bremen bei seinem Beschluss über die Sicherungshaft bereits die neuen Rechtsgrundlagen angewandt hat, die wir hier im Juni gemeinsam beraten haben und beschlossen haben. Es hat nämlich als Haftgrund sowohl die Fluchtgefahr bejaht als auch Haftgrund unerlaubte Wiedereinreise. Und das sind die Grundlagen, die wir hier gelegt haben. Und in diesem Sinne müssen wir auch weiter daran arbeiten. Ein Punkt bleibt, Herr Seehofer, das ist ein politischer Punkt, über den wir auch sprechen müssen. Wir müssen natürlich die Abschiebungen, Bund und Länder sind da gemeinsam gefragt, intensivieren. Wir müssen da noch besser werden, und wir müssen auch Gespräche mit den Heimatländern führen über die Ausstellung von Pässen und Reisedokumenten. Auch das ist ganz oben auf unserer politischen Agenda. Zum Schluss möchte ich betonen für die SPD-Bundestagsfraktion, dass uns eins ganz wichtig ist. Auch so ein gravierender Fall wie der Fall Miri, und es gibt ja weitere Fälle, darf niemals ein Grund dafür sein, dass wir unsere Grundsätze über Bord werfen, weder offene Grenzen noch rechtsstaatliche Prinzipien. Aber
das Vertrauen in Rechtsstaat, in Behörden, in unabhängige Gerichte, auch in uns als Politikerinnen und Politiker, in die Politik, das hängt natürlich davon ab, dass der Rechtsstaat handlungsfähig ist. Und dafür wollen wir alles, was uns hier möglich ist, auch beitragen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Friedrich Stretmanns für die Linke.